Recht herzlich willkommen zur 281. Folge von City Skylines. Ja, schauen wir mal nach dem Verkehr hier in diesem Bereich. Hier haben wir sowas Rotes. Was ist denn da so rot? Da ist aber keiner, der da steht. Aber hier, da, die stehen hinter der Straßenbahn. Und die ganze Route hier ist rot. Aber da sind doch keine Schwierigkeiten groß, okay. Vielleicht sollten wir da mal die Vorfahrtsregeln ändern, weil das vielleicht abknickende Vorfahrten werden sollten, oder? Nochmal. Und dann gucken wir zu, dass wir hier eine abknickende Vorfahrt von machen, weil die Straßenbahn da auch abknickt, ne? Dann läuft es vielleicht auch besser. Genauso machen wir das hier auch. Und da ist dann Vorfahrt achten. Und hier machen wir das auch. Da fahren sie es allen Richtungen, dann macht das keinen Sinn. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch so eine Geschichte, so. Dann fahren die weiter lang nach da. Passt. Dann ist da noch was. Ist auch okay. Hier kreuzen sind alle drei Richtungen, bringt mir also nichts. Und hier machen wir eine abknickende Vorfahrt von. Dann funktioniert das wieder. Und hier ist es auch so. Hier machen wir auch so. Da machen wir auch eine abknickende von. Fährt nie lang. Dann machen wir mal das so von oben, ist besser. So. Hier ist es auch so. Hier ist es auch so. Ich weiß gar nicht, ist das? Ja, passt. Da ist es auch so. Und hier ist es auch so. Ja, da machen wir mal auch diese Geschichte so. Und hier machen wir das so. Und dann sind wir, glaube ich, schon einigermaßen rum, ne? Aber hier geht auch noch was. Okay. Da waren wir auch noch nicht. So. Passt. Hier geht das auch so. Dann haben wir das geschafft. Hier machen wir das auch so. Hier ist erstmal egal, wie die fahren. Da sollen die sich so verständigen. Und hier ist eine Abknicken, ne? Dann drehen wir das mal um. Irgendwann müssen wir ja mal wieder zu einer Kreuzung kommen, wo wir schon waren, oder? Die ist egal. Dann machen wir so. Da machen wir das so. 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 Ah, da waren wir. Okay, jetzt sind wir durch.
Oder wir glauben, dass wir durch sind. Und da sind wir schon lang. Da ist eine abknickende. Da geht es über eine Brücke. Das heißt, wir bleiben erstmal hier in unserem Bereich. So, das haben wir schon mal verbessert. Ist die Frage, wie es dann besser wird. Ja, hier. Achso, der wollte links abbiegen, deswegen hat er alles aufgehalten, alles klar. Aber die. Ist doch jetzt eine Straßenbahn. Ne, das sind Autos. Der möchte auch links abbiegen wahrscheinlich, oder was? Hä? Ja, und wartet und wartet und wartet. Das funktioniert mit dem Fahren. Er wartet jetzt auf wen? Kann man hier den Parkstreifen entfernen? Würden die dann daneben fahren? Das ist eine Frage, ne? Aber das ist hier so schmal, da fährt sowieso keiner lang. Achso, das ist der Bahnsteig, ist das hier sozusagen, der das schmaler macht, damit die ein- und aussteigen können. Okay, krass. So, das funktioniert doch alles, oder? Hier steht auch keiner mehr. Ist die Frage, ob da rechts überholt wird. Glaub nicht, ne? Aber der fährt sowieso durch. Wir können mal gucken, ob wir hier. Ne, ist sowieso nur ein Punkt. Also die parkenden Autos spielen dann auch keine Rolle. Dann kannst du sie auch parken lassen. Gut, dann ist das schon geklärt. Haben wir das? Mal hier rein. Ich glaube, es ist auch nicht mehr so rot. Ja, ich glaube, das ist hier doch sonst dunkelrot gewesen. Hier ist es noch dunkelrot, aber das ändert sich sowieso nicht. Dann ist doch alles besser geworden hier, oder? Schon mit der Vorfahrtsregelung, die wir gemacht haben. Hier können wir nichts ändern. Lassen wir so, ne? Passt erstmal. Okay, hier ist rot, weil die der Straßenbahn immer anhält. Kommen wir mit klar. Hier ist auch alles gut, würde ich sagen. Ja, da stockt hier ein bisschen, aber. Sind, ach so, da parken welche. Weil das hier keine richtige Straße, also ist schon eine richtige Straße, ne? Vielleicht machen wir hier mal ein paar Spurwechsel passend. Aha. Wieso da in der Mitte keiner ist, verstehe ich nicht. Aber ist einer, sieht man nur nicht, ne? So passt schon, oder? So, da müssen wir jetzt einmal den Punkt hier auswählen, ne? Ah, ne, der muss auch noch da. Ist doch gut, oder?
Ja, sieht gut aus. Verkehr fließt auf jeden Fall, ne? Von da kommen ja auch mehr, ne? Wie ist mit Vorfahrtregeln? Sollten wir das ändern? Dann machen wir es so, obwohl das hier größere ist, aber von rechts kommt mehr Verkehr, ne? Definitiv ist es besser, wenn ihr Rechtsvorfahrt haben, weil da viel mehr Autos kommen. Ja, jetzt wird es hier schon dunkel. Und da wird es nicht heller. Das ist jetzt nicht besser dadurch. Eher schlechter. Ja, bis die hier auch aufgewacht sind, ne, ist das größte Problem. Naja, lass mal so. Geht ja, ne? Gibt schlimmere Kreuzungen, die wir haben. Zum Beispiel hier. Was passiert denn hier, dass das nicht läuft? Erstmal so den typischen Kreisverkehr machen, ne? So, das passt schon mal. Und jetzt hier mal ein paar Linien setzen. So, der in dem Braun dahin, der da und dahin und die so 1:1 rüber. So, hier. So, da geht's lang. Da lang. Und da lang. Die dürfen nur da abbiegen. Die dürfen da und da abbiegen. Gut. So, nächsten ist dann hier. Und der darf noch. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht nur so Sinn, dass die da weiterfahren. Das ist jetzt nicht so sinnig mit dem Kreisverkehr hier, dass er da zweispurig wird, ne? Ja.
Das haben wir. So, passt's. Da haben wir schon. Das war hier eine Einbahnstraße, oder? Nee, da ist noch was machbar. So sieht's doch ganz gut aus, oder? Das war eine Einbahnstraße, ne? Ja. So, aber deswegen fließt der Kreisverkehr jetzt noch nicht besser, oder? Nicht wirklich. Da oben ist es schon schwierig, ne? Ich glaube, wir müssten gucken, dass wir hier eine Ampelanlage kriegen. Auf jeden Fall in dem oberen Bereich hier. Zeitgesteuerte Ampel sofort hinzufügen. Die haben das. Zehn Sekunden passt erstmal. Schritt hinzufügen. Das ist umgekehrt und bestimmt nur 4 Sekunden erstmal. Hinzufügen. Und dann starten wir das erstmal. So, die fahren jetzt erstmal ordentlich und lange. So, und dann geht das die Reise weiter. Die zweite Ampel gleich hinzu, Kreuzung zur Ampel hinzufügen. Die da nämlich. Und wenn das so ist, dann muss die grün sein. Ändern wir den Schritt. Dann kriegen die da grün. Und hier im Rot. Und hier im sowieso Rot. Das heißt, die können fahren. Das können wir dann speichern. Und dann ändern wir diesen Schritt. Das ist, wenn die grün haben, können die auch grün haben. Und die haben dann Rot. Und das können wir speichern. Und ich glaube, wir müssen dann noch eine Kreuzung zur Ampel hinzufügen. Machen wir die noch dabei. Ja. Schritt 1 ändern wir. Die haben dann grün. Das heißt, die können durchfahren. Speichern wir. Und den Schritt, die haben grün, rot, dann haben die grün, dann haben die grün. Und speichern wir auch. Aber nee, das macht keinen Sinn. Schritt hinzufügen. So. Und hinzufügen. So, zeigen wir den Schritt an. Dann fahren die durch. Nächster Schritt ist der. Dann fahren die und die. Und den letzten Schritt
Fahren die und die. Das ist doof hier. Das müssen wir, den zweiten Schritt müssen wir schon ändern. Ändern. Rot, grün. Speichern. Dritter Schritt ist. So, passt schon. Start mal. Zeit. Der Schritt ist zu kurz, wir müssen die Schritte ändern. Zehn, speichern, starten. So, die können durchfahren. Zweiter Schritt, die fahren durch. Und dritter Schritt, die da hinten fahren durch. Aber ich glaube, der Schritt ist zu kurz, weil da ist ja hier hinten auch noch Rückstau, ne? Ja, der dritte Schritt muss auch noch länger werden. So. Ist die Frage, wann es denn passt, ne? Was haben wir hier für eine Regelung? Keine gerade. Okay, die stehen natürlich noch lange da, während da noch einigermaßen geht. Ja, machen wir so. Müssen wir austesten, ne? Also hier der Lindwurm, der bewegt sich ja tatsächlich, ne? Jetzt bewegen sich die. Die dürfen doch passend hier rüber. Warum machen die das nicht? Ist ein bisschen ärgerlich, weil hier steht wieder keiner, weil der da wieder rüber muss. Oh, die stehen bis hierhin, aber da sind die Busse dann mit dran schuld. Aber ich glaube, ich habe schon die Abfüllanlage so einigermaßen optimal da drinne. Hier sind zwei Linksabbiegerspuren und wo stehen die? So. Und hier. Biegen wir so ab. Und so. Und die nur so. Haben wir's. Aber hier sieht man wieder, sie stehen einspurig da. Die wollen sogar noch darüber. Können wir hier noch was machen? Ja, hier geht's.
Hier geht das auch. Ja. So. Ja, so geht's noch, ne? Hier geht das auch noch, oder was? Ja. Tja, dann haben wir doch schon wieder was geschafft. So. Hier stehen sie jetzt zweispurig bis nicht vorne, weil hier wieder nicht klappt, ne? Vielleicht sollten wir hier nochmal dran arbeiten. Den nehmen wir mal weg. Die biegen da sowieso alle links ab, oder? Ja, lass so. Ja, ist so. Gut, aber ich denke, wir sind mit der Folge auch wieder erstmal durch. Schon wieder fast eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wie gut es jetzt hier fließt, ob es besser geworden ist. Ich glaube eher nicht. Also es ist immer noch voll belastet hier. Da muss man gucken, was wir da ändern. Hier im unteren Bereich geht's ja, ne? Nur im oberen ist das Problem halt. Ja. Hier staut sich's bis dahin zurück. Hier staut sich's bis dahin zurück. Hier staut sich's bis da mindestens zurück. Ja, ist halt so. Gut, und hier bis da, auch da ist auch noch um die Ecke auch noch was und ja, schwierig, ne? Jetzt sollten wir das mal hier noch verbinden. Geht da noch was? Vielleicht fährt da ja dann einer lang. Muss man mal gucken. Ob Sinn macht, macht. Ist eine Frage, ne? Ja, muss man gucken. Okay. Machen wir erstmal hier ein Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, wie ihr es findet. Und teilen auf jeden Fall herzlich willkommen. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.